Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum Adventskalender. Wir machen hier natürlich direkt weiter. Nikolaus ist jetzt rum. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir irgendwie an Qualität nachlassen wollen. Wir werden hier schön und straight weitermachen und ihr werdet auch noch weitere SNES-Classic-Mini zu Gesicht bekommen. In diesem Sinne, viel Spaß damit! F-Zero, präsentiert von Nintendo 1991. Ja, das hier ist ein futuristisches Rennspiel, welches wir jetzt mal spielen werden. Was natürlich auch wieder mit auf dem SNES Classic Mini ist. Wir starten auch direkt im Grand Prix. Practice Mode brauchen wir jetzt nicht nutzen. Ich schlage vor, wir benutzen dieses Fahrzeug, aufgrund dessen, dass es im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen eine sehr hohe Beschleunigung hat. Das ist der Golden Fox, so heißt das Fahrzeug. Die Motoreinheit heißt GF 2614x4. Maximale Geschwindigkeit oder maximale Stärke sind 2950 PS, maximale Geschwindigkeit 438 km/h, Gewicht 1020 Kilogramm, könnte es heißen, K8 steht da, übrigens. Und ja, ich denke mal, dann starten wir auch gleich. Wir werden in der Night Leech anfangen, das Ganze als Beginner. Ich denke, das ist für den Anfang erstmal schwer genug. Und unsere erste Stage ist Mute City. Die Stage mit dem besten Soundtrack. So, auf den ersten Platz haben wir uns schon mal hervorgestohlen. Weiß gerade Uhr. Da haben wir auch Sprungchancen hin und wieder mal. Zwischendurch muss man auch mal in den Kurven vom Gas gehen. Oder natürlich rein sliden. Das geht auch hoch. Am besten nicht so. Wie ihr gesehen habt, dann landet ihr in der Bande. Aber bisher läuft. 4 Laps haben wir noch vor uns. Da sind weitere Computergegner. Namenlose. Die alle gleich aussehen. Es gibt scheinbar nur 4 Fahrzeuge, die tatsächlich Namen haben. Ah. Das hat gerade geblinkt. Das bedeutet, wenn wir da reinfahren, dann explodiert das und schleudert uns erstmal weg. Verursacht dazu auch noch unheimlichen Schaden. Und jetzt haben wir unten das S auch aktiviert. Pro Runde bekommen wir immer so ein S. Das gibt uns dann einmal Turbo, also S für Speed. Bisher würde ich sagen, läuft's ganz gut. Wir kommen relativ gut durch. Haben wenig Rempler dabei. Ja, so kann man doch mal ein Match gewinnen, oder? Und jetzt wieder Speed benutzen. Auf gerader Strecke bietet es sich an. Einmal kurz über die Aufladestation. Wenn wir oben rechts seht, haben wir einen Powerbalken, der gerade angekratzt wurde. Und wenn der sich dem Ende neigt, dann sind wir nicht mehr ganz so gut drauf. Dann explodieren wir. Verlieren Leben, müssen die Strecke nochmal fahren. Ah, das meinte ich. Mit explodieren und großen Schaden. Perfektes Beispiel, wollte ich euch eigentlich nicht liefern, aber da war es gegeben. So, schnell eben auf die Ladestation. Wir sind wieder voll. Und im letzten Lap. So. Da musste ich einmal ganz kurz vom Gas gehen. Manchmal scheren die auch aus, die bösen Buben hier. Einfach nur, weil sie einen piesacken wollen. Der eine oder andere würde sagen wollen, sie es können. Yeah! 2 Minuten 16, 4. Das ist doch hervorragend. Unser bestes Lap haben wir zum Schluss gehabt mit 26 Sekunden 13. Gesamtzeit 2 Minuten 16, 4. Das ist natürlich super.
können wir jetzt nicht klagen. Okay, wir spielen auf Beginner. Zweite Strecke jetzt. Big Blue. Ready? Go! Da gefällt mir die Mucke auch. So, jetzt wird es schon ein bisschen anstrengender hier vom Streckenverhältnis. Wow. Ah. Scharfe Kurve mit dabei. Und nochmal. Macht aber gar nichts. So. Jawohl, und da haben wir schon wieder den ersten Bobby. Bobby. Drecksack. Hat uns weggeschubst. Genau, schön ausweichen, Junge. Der will mir doch nicht in die Karre fahren, oder? Bleib dort. Ja, sehr schön. Kurve super geschafft. Und Turbo. Turbo. So. Drei Laps noch. Und wir fahren hier schön in die Bande. Wie der letzte Vollhonk. Unten sehen wir zwischendurch dieses Symbol Check, was da immer irgendwie nach links und rechts zweigt. Das zeigt uns an, dass ein Gegner unmittelbar in der Nähe ist, also jemand, der uns den Rang streitig machen könnte. Und da müssen wir natürlich aufpassen. Oh, ich habe vergessen, Turbo zu benutzen. Machen wir, haben wir jetzt zwei. Ja, das können wir benutzen. Yeah. Hm, sind wir auch gut mit durchgekommen. Du Blödmann. Fahr ordentlich, fahr ordentlich. Danke. Zwei Stück auf einmal. Turbo. Weg da. Das ist wie wenn ihr jemanden auf der Straße vor euch seht, der die ganze Zeit hin und her eiert. Da wollt ihr nicht hinterbleiben. Genauso sind diese Jungs hier. So. Will man einfach nicht hinterbleiben. Nein, nein. Ja. Oh, du. Genau deswegen. Oh, 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 oh. Gegner kommt. Schnell Turbo genommen. Macht gar nichts. So. Yeah. Was war das? Wir haben Leben dazu bekommen. Jetzt haben wir statt zwei schon drei Leben. Unten rechts zu sehen bei unserem Fahrzeug. Bestes Lap war natürlich das vorletzte. Da haben wir zwei Turbos benutzt. 28,20 haben wir dort gehabt. Und insgesamt 2 Minuten 25,56. In jedem Lap waren wir auf dem ersten Platz. Dritte Map. Sand Ocean. Boah, zu spät gedrückt. Da seht ihr es wieder mit dem Check. Oh, 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 oh. Diese Strecke, so wie es aussieht. Oh. Oh Gott, was ist das denn? Gut, kamen wir rum. Bisher geht's. Fiese Kurven haben die hier eingebaut, muss ich ja sagen. Oh. Oh. Knapp. Aber wir haben noch nicht einmal die Bande berührt. Sollten wir nachholen. So, 4 Laps haben wir noch vor uns. Seht ihr? Da ja, sollten wir nachholen. Oh oh. Ist wieder so ein Nervsack. Ah, oh, verdammt! Nein! Ah. Das war natürlich selbstgemachtes Leid. Konnte der Computer überhaupt nichts für. Ich wollte dort ausweichen und gleichzeitig in die Kurve gehen und das hat nicht ganz so geklappt. Jetzt haben wir Captain Falcon vor uns. Aber wird nicht lange dauern, ist er wieder hinter uns. Weg mit dir! Oh oh, wir sind ziemlich... Ah, ärgerlich. Wir waren ziemlich... Oh oh. Wie das Ganze mit dem Explodieren funktioniert oder so, das wollte ich euch ganz gerne vorenthalten. Ich hoffe, das schaffen wir auch noch. Ich weiß bloß, wir müssen im nächsten Lap auf jeden Fall nachladen. Oh, 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 oh.
Nein. Turbo. Schnell wieder dran vorbei. So, nachladen. Jetzt sind wir auf jeden Fall weiter geladen als im vorherigen Lab. Das meine ich. Die sind echt gefährlich. Wenn die einen erstmal in die Bande hauen und je nachdem wie stark das ist, ist man seine Energie relativ fix los. Da hier ja immer mehr Computergegner auftauchen irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie viele von denen mitfahren, dass man so viele überholen kann. So, Turbo. Letztes Lap. Eieiei. Boah, knapp. So. Da kommt wieder die harte Kurve. Oh, oh, und einer, der explodieren möchte. Nein, ich wusste es. Gott, wo kommt ihr denn her? Oh, oh. Jetzt ist er am Rumblinken, weil wir hier mit Dritter verlieren werden. Oh Gott. Power down. Turbo. Verdammt. Im zweiten Platz gelandet. Wie blöd ist denn das? Boah, bestes Lap. Das vorletzte mit 32,59. Wir haben insgesamt 2 Minuten 50, 43 gebraucht. Und haben jetzt leider den zweiten Platz belegt. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Direkt im vierten Match. Oh Gott. Deathwind. Also Todeswind. Hier wird man von den Banden angezogen. Das erschwert das Ganze natürlich nochmal ungemein. Wie man sehen kann, der steuert immer von selbst nach links rüber. Oh Gott. Bisher läuft's. Ich weiß auch nicht, ob das unterschiedlich ist. Also ob der mal nach links steuert, mal nach rechts. Jetzt können wir Turbo geben. Kommen wir besser mit klar. So. Ups. Och, dabei überholt worden. Bitte dich. Warum haben wir den Turbo jetzt nicht gekriegt? Das verstehe ich nicht. Komm schon. Ah, oh, wieder nicht bekommen. Der Computergegner versucht ihn natürlich immer zu bekommen, beziehungsweise der bekommt den immer. Das gefühlt ein bisschen unfair. Boah, geh doch weg, Falcon. Hör auf, hier rumzueiern. Geh weg. Lass den Mist. So. Wir sind wieder voll. Ah, das war natürlich völlig unsinnig. So. Turbo. Gut genutzt. Da haben wir wieder so... Der möchte gerne explodieren wieder. Und der wird uns... Ah, glücklicherweise doch nicht kriegen. Turbo. Jetzt kommt noch einer. Ja. Und jetzt die Bande. Sehr schön. Wieder vollgeladen. Oh Mann, ist das schwer. Ah, unsinnig. So, Ziellinie. Können wir Turbo benutzen. Oh, oh. Ah, sehr schön dran vorbei. Ja. Gott, oh Gott. Dass man hier von den Banden angezogen wird, das ist echt nicht leicht zu kalkulieren. So. Das ist schön, dass es nicht in der Ladestation passiert. Ich mach's immer wieder. Oh, Turbo. Yeah. Jetzt fährt er wie so ein Superprofi oder was an dem Typen vorbei. Wir donnern da andauernd rein. Letztes Lap war das Beste mit 25 Sekunden 29. Wir haben insgesamt 2 Minuten 10 für das Rennen hier gebraucht. Aber es hat sich ja gelohnt. Wir haben es geschafft. Fünftens. Silence Aguilio. So. Wow. Scharfe Kurve. Ich glaube, ich fahre mal rechts. Oh, da muss man auch aufpassen. Sprungchancen sind ganz nett. Haben coolen Effekt. Aber das...
Aber das Problem ist natürlich, wenn man die benutzt, kann man über den Bildschirm hinaus, also über die Banden hinaus, und wenn man außerhalb der Banden landet, explodiert man. Ist sehr unvorteilhaft, denn man muss das Match wieder von vorne. Also diese Runde. Was haben wir hier? Oh, oh. Da gehen wir nicht nochmal lang. Hui, was für eine Anspannung. Das war knapp. Ich meine, schön durch die Mitte durchgewuselt, aber... Meine Güte. Oh, oh, ich habe Turbo benutzt. Oh. Nicht die beste Stelle dafür gewesen. Weg mit dir. Dankeschön. So ein bisschen in der Bande kratzen ist nicht so schlimm. Wir fahren gerade aus. Juhu. Hä, wir haben direkt wieder Gegner hinter uns. Hat er uns gerade angezeigt. Boah, nein, du mieser Bobby, du. Oh, oh, oh. Nach der ersten Kurve nehmen wir immer schön die Bande mit. Haben wir ein Patent drauf. So. Oh nein. Nein, nein. Kein Explodierer. Fahrt meinetwegen irgendwo in eine Wand oder so. Aber lasst mich mit eurem Kram in Ruhe. So. Bleibt dort, danke. Ich habe schon zweimal Turbo. Ups. Oh, 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 dumm benutzt. Da wollte ich ihn benutzen. So, hoffentlich fliegen wir nicht zu weit. Ne, hat gereicht. So, jetzt haben wir zwei Turbo in dieser Runde benutzt. Aber hat auch Sinn und Zweck, wir wollten ihn benutzen. Und auch aufbrauchen. Bloß, ich merke mir nie, wann wir den zum Ende hin benutzen können. Das, oh nein! Ernsthaft? Gott, bin ich ein Lowbob. Du mieser Drecksack. Ja. Wir haben das Match auf jeden Fall geschafft. Rang 3? Weiß ich nicht. Glaub. Ja, wir waren in 3 Rennen auf jeden Fall auf dem ersten Platz. Zweimal auf dem zweiten. So. Jetzt sind wir Erster geworden. Haben wir nochmal unsere ganzen Bestzeiten, die wir hier sehen können. Also ganz so schlecht haben wir uns nicht geschlagen, finde ich. Bedeutet, ja, ich würde jetzt sagen, vom Gesamtrang her sind wir auf jeden Fall Erster, weil hier können wir unsere Zeit noch mal sehen. Da haben wir die jeweiligen Rekorde mit den Lab-Rekorden, also hier 26,13 Sekunden war unser Lab-Rekord hier in dem Level. So, da haben wir auch Erster, da auch Erster. Überall stehen wir gerade auf dem ersten Platz, aber das liegt natürlich daran, dass wir nur einmal gefahren sind. Das ist dann so eine Gesamtstatistik. Wir haben allerdings leider, wie ich es hier vermisse, wie ich es bei anderen Spielen kenne, also Rennspielen vor allem kenne, leider ja keine Siegerehrung oder sowas. Ne? Dafür haben wir jetzt ein weiteres Untermenü, das ist dieses Records hier, wo wir unsere Rekorde jeweils sehen können. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn wir alle Grand Prix gefahren sind. Ob dann beispielsweise dafür die, ja, die kompletten, wie soll ich sagen, kompletten Statistiken dafür da sind, dass man dann irgendwie eine Siegerehrung bekommt. Von wegen, ja, sie haben in jedem Grand Prix den ersten Platz erreicht. Das weiß ich gerade nicht mehr. Da haben wir unseren vorhin anwesenden Widersacher Captain Falcon gehabt. Eine Figur, die auch sehr gerne mal in Super Smash Bros. Vorkam und auch richtig cool dort gewesen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Falls ihr Super Smash Bros. Habt, dann nutzt doch auch mal ihn. Lässt sich super steuern. Eine coole Sache auf jeden Fall.
Ja, viel mehr kann ich dazu auch gerade nicht sagen. Es hat mir Spaß gemacht, mit euch nochmal wieder F-Zero zu spielen. Ich danke dir sehr fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.